Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn, der mittlerweile schon 11. Und wir müssen jetzt hier die Invasion stoppen, die hier gerade ins Lager kommt. Bei der ersten Mal sind wir ja gestorben. Wir müssen jetzt mal schauen, ob wir hier nicht eine gute Position finden. Genau, und schauen wir mal, ob wir das packen. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir auf jeden Fall am Ende dieser Folge ein Abo da, ein Like oder auch einen Kommentar. Würde mich sehr, sehr freuen. Und es unterstützt mich ungemein. So, okay, dann würden wir sagen, fahren wir fort. Euch bereit! Wir bekämpfen einen Fluch, einen Dämon! Urmutter, gib uns Kraft! Es ist soweit. Da kommt er! Angriff! Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Scheiße. Was ist denn der da? Okay, das macht anscheinend nicht so viel Schaden. Jo, ist sie los? Oh, komm. Okay, das Ding ist down. Oh, Alter. Einer von denen war unter den Mördern bei der Erprobung. Wie kann er andere Maschinen übernehmen. Was ist das? Wie machst du das? Zeig's mir. Sie haben dir gehorcht. Boah. Wie? Das. Damit machst du das. Es verbindet sich mit dem Fokus.
Kann ich das verwenden? Probieren wir es aus. Bloß ein paar Drahtschlingen. Das sollte halten. Ich muss es nur noch testen. Aloy, wie hast du das gemacht? Du tötest den Dämon und weidest ihn komplett aus. Die Kontrolle über die Maschinen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich will es an einer Maschine testen. Es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaube ich. Ganz genau. Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin. Ich muss mit Val sprechen. Ich wusste, dass du anders bist, Aloy, aber... Aber was? Ich glaube, du bist ein Segen der Urmutter. Egal, was Rash sagt. Danke, Tep. Aber ich muss jetzt los. Das musst du. Ich denke an dich. So, ich will jetzt aber erstmal die ganze Maschine. Krieger, das Tor muss sofort repariert werden. Und wenn ihr es zusammenflicken müsst, macht hin! Ich habe ja fast keine Energie mehr. Der Regen wird meine Spur erstmal abwischen. Wir Brücken freigeschaltet. Wächter, Langhals, Stürmer, Läufer, Breitkopf. Okay, ich bräuchte jetzt noch ein bisschen Medizin. Da ist Medizin. Hier noch ein bisschen was. Nur Holz. Okay. So, sehe ich jetzt hier nichts mehr. Okay. Fertigkeiten. Was haben wir denn hier? Schlag von oben. Drücke R1, um lautlos zu landen und kleine Maschinen und Menschen zu erledigen oder einen größeren Gegner schweren Schaden zuzufügen. Okay. Ducken macht dich für deine Feinde schwerer sichtbar. Kritische Treffer verursachen mehr Schaden. Das hört sich doch gut an. Was verlängert? Verlängert die Zeit, die eine Maschine überbrückt ist, um 50%. Ja, das machen wir auch. Oh! Okay, das wäre nicht schlecht gewesen mit dem Medizinbeutel. Okay, was ist das? Gewöhnlich. Modifikation. Okay, das ist gewöhnt. Das wäre die erste, das ist die zweite. Modifikationen. Wir werden auf jeden Fall mal Waffen. Fertigkeiten, Inventar herstellen, Waffen modifizieren. Was gibt's denn hier? Plus 6% Schaden. Abrissspuler, Abrissschock. Ich glaube, das ist besser. Genau, Feuer, plus 40% Feuer. Können wir jetzt hier noch was ausrüsten? Okay, wir haben jetzt zwei drin, sehr gut. Genau das wollte ich. Was haben wir denn hier noch? Keine Modifikation für diese Waffe, okay. Outfits modifizieren. Feuerschutz, Fernangriffschutz. Nahkampfschutz. Machen wir mal das hier. Ah, okay, Schockfalle. Das, da warten wir jetzt noch. Trankbeutel, Fallenbeutel, Jägerbogen, Köcher. Da haben wir 30. Das reicht, glaube ich, erstmal. Rohstoffbeutel. Das, glaube ich, wollte ich mal machen. Genau. Okay.
das hier? Eine mit Lure gefüllte Flasche. Die Falle. Gefüllte Falle. Die Falle wird auf dem Boden platziert und durch Annäherung ausgelöst. Sie beschädigt alles innerhalb des Sprengradius. 3 von 3, 1 von 3. Halten Inferno. Das lassen wir mal. Okay. Ah, okay. Unten habe ich jetzt drin. Das wollte ich jetzt aber nicht. Fertigkeiten? Nee. Munition, Hammer drin. Die hatten doch Feuer. Ich wollte, was hatten wir? Wir hatten vorher irgendwie das Anlocken, genau. Warte mal, das Anlocken hatten wir. Und das mit dem Stein. Okay, den Stein, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht mehr, weil wir haben ja das Anlocken. So, jetzt müssen wir mal speichern. Ich muss eine Maschine finden und dieses Überbrückungsgerät testen. Okay, haben wir mal abgespeichert. Was ist das hier? Handle mit Händler. So, was hat denn der da alles? Outfits. Das wäre, glaube ich, mal nicht schlecht, wenn ich hier mal ein bisschen was Besseres hätte. Das wäre natürlich geil, gell? Das kaufen wir jetzt einfach mal. Ausrüsten. Gut. Okay, es hat richtig viel gekostet. Das heißt, wir müssen wieder sammeln gehen. Aber ich glaube, es ist natürlich gut, wenn wir ein bisschen bessere Rüstung jetzt haben. Jetzt wird es auch wahrscheinlich ein bisschen gefährlicher, das Ganze. Okay. Teste das Überbrückungsgerät an einer Maschine. Das Beste wäre wahrscheinlich ein Läufer, weil da kann ich schön nah ran an die. Rom! Hier ist Dolara, deine Schwester! Bitte? Da oben? Da hoch irgendwie. Das war doch, wo ich am Anfang gar nicht hochgekommen bin, oder? War das nicht hier? Genau, hier bin ich nicht hochgekommen. Komm nicht hoch. Es geht nicht. Komm dann jetzt. Jetzt! Kannst du mich hören? Das ging nämlich vorher nicht. Und ich habe einfach ein bisschen blöd angestellt. So, okay. Was hast du mir zu erzählen? Reden, Ulara. Brauchst du Hilfe? Du hast die Erprobung überlebt. Ja, ich brauche Hilfe. Vor 10 Jahren wurde mein Bruder verstoßen. Seine Strafe ist vorbei, doch er kam nicht zurück. Sein Lager war leer und voller Blut. Voller Blut? Du sagtest... Das Lager deines Bruders war voller Blut? Die Krieger wollten ihn suchen und fanden es so vor. Ich frage mich, was passiert sein könnte. Ist er wirklich tot? Oder doch nur verwundet? Hat er Schmerzen? Braucht er Hilfe? Diese Ungewissheit ist unerträglich. Warum bist du allein hier draußen? Das Verbrechen deines Bruders? Ich suche nach deinem Bruder. Machen wir das gleich.
Ich werde versuchen, deinen Bruder zu finden. Wirklich? Dann lass mich mitkommen. Ich bin keine Last. Ich weiß, wie man unbemerkt bleibt. Ich bin allein schneller. Wenn es so sein muss, finde ihn einfach. Bitte. So, neue Nebenquest. Wie weit ist denn die Quest weg? Okay, schauen wir mal, wie weit die weg ist. Oh, schon ganz schön weit, 368 Meter. Aber das könnten wir dann trotzdem probieren. Ob wir das andere dann nicht mit den Maschinen schon testen können. Kann ich jetzt das testen hier? Oh, wie kann ich denn das jetzt machen? Was, Stufe 12 ist das? Alter, wir sind erst... in der Stufe 8. Oh, wir haben keine Medizin. Ich muss mal schauen. Ich glaube, da werde ich diese noch nicht machen. Wäre vielleicht ein bisschen Nebenquests machen. Stufe 4, dann machen wir das doch. Okay, aber ich brauche jetzt irgendwie Medizin. Sonst werde ich hier nicht mehr lange leben. Echt wenig Schaden an dem, obwohl es ja eigentlich die Schwachstelle sein sollte und ich da ein bisschen mehr Schaden machen sollte, aber nope. Okay, wo bin ich denn jetzt? Wir machen jetzt auf jeden Fall diese Nebenquest. Schauen wir, ob ich ihn von hier oben killen kann. Ah, okay. Musst du eigentlich öfters auf das Teil drauf schießen.
Okay. Okay, Steininventar ist schon voll. Jetzt haben wir das ganze Zeug hier noch. Ich weiß nicht, ob wir mal Feuer machen sollen. Ich glaube, dass die Gegner jetzt einfach stärker sind. Generell hier jetzt. Aber wir gehen auf jeden Fall schon mal in die Richtung. Ich brauche unbedingt Medizin. Nützlich für eine alte Rezeptur. Das Medizin. Falsche Pfeile ausgerüstet. Das ist ein Wildschwein. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Gibt schön Fleisch. Okay, machen wir uns einmal voll. Sehr gut. Könnte nützlich sein, aber ganz schön bitter. Du musst ja nicht essen. Aloy. Okay, sind Wächter. Ich soll es aber einem Läufer ausprobieren. Langsam füllt sich unser Medizinstand auch wieder auf. Finde ich richtig cool gemacht im Spiel, dass man nicht ewig und 3 Tage suchen muss, sondern ein bisschen Medizin kriegt. So viel zum Thema Sicherheit. So, geht jetzt hier lang? Und es regnet, Leute. Ich will jetzt mal anlocken. Geil gemacht mit dem Anlocken. Machen wir es kurz. Na.
Metallscherben. Metallscherben sind immer schön. Okay. Lu, doch keine Leiche. Dahinter muss noch mehr stecken. Untersuche das Lagerfeuer. Okay. Schnee und Nebel. Weiß wie Knochen. Etwas düster. Einige Blutstropfen scheinen vom Lager wegzuführen. Spuren markieren. Jetzt hier hoch. Wem gehört dieses Messer? Hat jemand Brom damit angegriffen? Scheint noch mehr Blut zu sein und es führt von hier weg. Schauen wir mal, wo es lang führt. Aha, okay, es führt wieder runter. Da, ein Eimer. Hat jemand das Blut ins Lager gebracht? Die Blutspur endet hier. Aber der, von dem sie stammt, muss auch Spuren hinterlassen haben. Okay, es geht anscheinend hier hoch. Okidoki. Ah, das ist erstmal die Medizin. Etwas Vorrat. Okay, da ist ein Wächter. Da ist noch einer. Okay, die sind down. Hier. So, weiter. Wächter. Richtig cool gemacht mit den lilanen Spuren hier. Echt hammermäßig. So, Medizinbeutel ist fast wieder voll. Und das ist ein Lagerfeuer. Und ich würde sagen, wir speichern hier jetzt mal ab. Und machen dann an der Stelle einen Cut. Und schauen uns natürlich in der nächsten Folge an, wie es weitergeht. Genau, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst mir ein Abo da, kommentiert fleißig. Genau. Und ansonsten, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Andi.